Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfice. Dieses Mal mit einem neuen Video, wo sehr viel geswitcht wird und vor allem sehr viel geupt wird. Ihr hattet euch ja gewünscht, dass ich ein bisschen mehr rede. Genau das werde ich mir jetzt zu Herzen nehmen und werde dieses Video komplett durchlabern. Also ja, damit ihr das schon mal vorab wisst. Ja, die Smaragdoringe haben richtig geile Boni bekommen, erstaunlicherweise. Also 20 Ork und, 20 Teufel und 10 Ork ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Habe ich dann natürlich auch direkt gelassen. Dann habe ich noch aus dem letzten Video hier den Legidia verkauft. Ich hatte ja extrem viele Königsbeuten gehabt und die ganze kommende Algi, die ihr jetzt hier in dem Video sehen werdet, das sind alles noch mehr oder weniger Reste oder, weil man ja auch täglich 5 Cores farmt, ne? Muss man auch noch mit berechnen. Ja, ist die quasi die ganze Algi, die ich dann noch hier draus ziehe, kommt dann auch noch on top, was ich aus den ganzen Königsbeuten rausbekommen habe. Ja, zum Gameplay, also ich bin momentan definitiv mit meinem Bruder nur am Zocken. Also wir suchen quasi noch eine Gilde, eine PvM-Gilde am besten im High-Level-Bereich. Am liebsten wäre es mir, wenn ihr auch alle so alt seid wie ich und mein Bruder, also so durchschnittlich 25 Jahre, sage ich mal. Damit wir einfach die ganzen Runs machen können, mit mehreren Leuten macht es einfach mehr Bock. Am besten TS-Server oder Discord habe ich mir jetzt auch seit neuestem Mal geholt, weil ich meine, ich hatte ja meinen alten TS-Server, den hatte ich ja abgemeldet und hatte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Turn drauf, da nochmal irgendwie einen neuen TS-Server anzumelden. Und ja, wenn ihr in der PvM-Gilde seid, auf Teutonia, auf Level 95 aufwärts, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ihr könnt ja entweder hier in die Kommentare schreiben oder euch einfach ingame bei mir melden. Ich bin zwar momentan noch in meiner eigenen Gilde drin, aber das ist halt einfach nur, um die XP zu spenden, weil ich ja wie gesagt Level 105 bleiben will. Ja, dann habe ich mir hier die Zodiac-Rüstung boniert und habe mir mal aus Jux 4 Switcher gegönnt. Hab die ein bisschen gedreht. Und da kamen dann doch ganz erstaunliche Bonis rein, die ich dann einfach lassen musste. Das sieht man jetzt hier beim letzten Switcher. Da kamen nämlich erstaunlicherweise 15 Feuer, 30 AW drauf. Da habe ich mir gedacht, ja, das kann man lassen. Habe ich dann auch gelassen und die werde ich dann auch im Video noch ein bisschen pimpen. Dann habe ich mir gedacht, komm, das Titanschild, das geht jetzt safe mit einem magischen Stein auf 9. Dann hast du das Ding endlich fertig. Und ja, der Metingott hat sich gedacht, nee, Timo, das, hat keinen Bock drauf gehabt. Fand ich dann auch nicht ganz so geil, vor allem, weil ich mir im Endeffekt gedacht habe, so, was bist du für ein Spasti, dass du da den magischen Stein für verschwendest. Aber gut, im Endeffekt wäre es besser gewesen, wenn ich es auf eine Zodiac-Waffe oder so gezogen hätte. Aber naja, ne, kann man nicht mehr ändern, ist passiert. Ja, apropos Zodiac-Waffe, ich suche immer noch eine. Ich bin seit bestimmt 2 Wochen eine am Suchen mit 30 DSS aufwärts. Am liebsten natürlich 35 DSS plus, sie muss nicht plus 8 sein, es ist scheißegal. Hauptsache nicht plus 9, weil das kann ich mir nicht leisten. Aber so plus 0 oder plus 4, keine Ahnung. Aber Hauptsache, und das ist das Allerwichtigste, bitte nicht mit Gift. Ich wurde jetzt schon bestimmt 20 Mal in diesem Spiel angeschrieben. Davon waren bestimmt 15 so der Glocken gefüllt mit Gift. Einer hatte sogar Gift und Blut-Kombi, wo ich mir gedacht habe, so, nee, danke. Ja, und der Rest, der war einfach nur, ja, mit Blut. Sowas kann ich leider nicht gebrauchen. Warum kann ich sowas nicht gebrauchen? Ganz einfach deshalb, ich bin momentan noch in einem Zustand, wo ich nicht so viel Damage mache. Und wenn man dann den Razador oder den Nemere direkt instant giftet, dann hat man nur noch die Chance des Blutens, beziehungsweise wenn man halt Blut im IQ hat, des Giftens dann. Und ich kann euch sagen, mit wenig Damage, wenn man viel Damage kassiert, ist das richtig schwierig, wenn der Nemere oder der Razor in der scheiß Schutzphase ist, den dann richtig zu bluten, richtig zu giften, weil selbst mit einem 8 Gift, beziehungsweise 8 Bluthelm, dauert es manchmal doch recht lange, bis der Blut bekommt. Und wenn man dann nicht Segen des Lebens und endlich am Rumpotten ist, beziehungsweise wenn man diesen Crit-Skill vom Nemere dann überhaupt aushält, dann, oder vom Razor, dann hat man schon verkackt, beziehungsweise dann kommt es ganz schnell vor, dass man dann das letzte Bluten oder das letzte Giften dann, wie gesagt, verkackt, beziehungsweise man giftet ihn, man blutet ihn im letzten Moment, stirbt selbst aber und der Nemere beziehungsweise Razor überlebt, kommt dann aus der Schutzphase wieder raus, weil das Giften aus Bluten verschwindet. Und genau aus diesem Grund, weil mir das halt schon mal ein paar Mal passiert ist, werde ich mir kein Blut, kein Gift-IQ mehr zulegen.
also im Haupt-EQ, ne? Ich hab einen Helm mit Blut, ich habe auch einen Helm mit Gift, aber die ziehe ich dann natürlich erst an, wenn das Vieh in der Schutzphase ist. Dann dauert es zwar ein bisschen länger, aber egal. Dann habe ich wenigstens zwei Optionen, den Razor und den Nemere da zu zerlegen. Ja, das Titanenschild, das hat mich ja 35 von plus 8 gekostet. Das habe ich jetzt, wie gesagt, wie ihr ja schon seht, versucht zu pimpen mit Drachensegis. Ich habe mir einfach gedacht, Schmiedebücher sind für das Ding einfach zu teuer. Ich meine, man braucht ja nur weiße Perlen. Eine weiße Perle kostet 10 Kaker, eine blaue Perle kostet 1 Kaker und eine rote Perle, die hätte man theoretisch auch schon bei der Gemi kaufen können, so günstig wie die hier auf dem Markt sind. Die findet man für 100k oder so. Ja, also da habe ich mir gedacht, komm, machst es einfach mal mit normalen Sigis bzw. mit Drachensigis hoch. Und ja, ihr seht ja selbst, wie in Anführungszeichen gut das geklappt hat. Da bin ich ja dann doch schon ein bisschen stutzig, was die Überlegung angeht, eine Zodiac-Waffe selbst zu machen. Aber Hashtag alles für den Content werde ich natürlich, ja, dann werde ich auch mit Drachensigis arbeiten, weil ich mir Schmiedebücher einfach nicht leisten kann. Aber ich denke mal, dass das Titanschild jetzt plus 9 gegangen ist, ist auch eine ganz nice Sache. Dann habe ich nämlich jetzt ein IQ-Teil weniger zu appen. Das ist doch mal eine ganz nice Sache. Ja, als nächstes, wie gesagt, ich habe die Zodiac-Rüstung gehabt. Ich habe jetzt einfach nur, weil das sonst viel zu viel Content wäre, dann würde das ganze Video nur über die Zodiac-Rüstung gehen, habe ich nur die plus 7er Versuche, die plus 8er Versuche und die plus 9er Versuche in dieses Video gepackt, damit es, wie gesagt, nicht zu viel Content ist. Ja, im vorletzten Video hatte ich ja diese 115er FKS-Sura-Rüstung ertauscht bekommen. Die habe ich jetzt endlich verkauft für 240 Won. Ich sehe es gerade nicht richtig. Und das Himmelstrain-Armband plus 9, das HTA plus 9, das besitze ich momentan noch, beziehungsweise das habe ich meinem Bruder gegeben. Wenn ihr Interesse an diesem Himmelstrain-Armband habt, das ist so circa ja, 30, 35 Won wert, dann schreibt einfach meinem Bruder, beziehungsweise dem Charakter Kuritix. Und dann könnt ihr euch mit dem ein bisschen auseinandersetzen. Der wird da, denke ich mal, sehr flexibel sein. Auch wenn ich dem, ich werde dem dann sagen, dass er dann Preis ein bisschen anpassen soll. Ja, dann habe ich hier den ersten plus 8er Versuch gemacht. Und ich habe mir gedacht, komm, das versuchst du aber wenigstens mal mit Schmiedebuch. Und das hat leider nicht geklappt. Ach, das ist so schön in Medien, das gönnt einem manchmal einfach so von 0 auf 7 und dann denkt es sich ab plus 7, so ja komm, jetzt gehst du aber wieder runter plus 4. Übrigens ist sie auch wieder runter auf plus 4, nee, sogar auf plus 3, glaube ich. Aber das wollte ich ja jetzt, wie gesagt, nicht so in das Video hier mit einbringen. Ja, ich hatte letzte Woche, hatte ich gesagt, dass ich in den letzten 7 Tagen einen Livestream vorhatte. Das ist leider nicht vorgekommen, weil ich unter anderem privat ein bisschen viel zu tun hatte. Ich werde euch aber definitiv morgen oder übermorgen einen Livestream liefern. Da werde ich dann als Content, wie gesagt, den Razador versuchen. Ich werde den Nemere mit meinem Bruder versuchen, weil mein Bruder spielt ja Ninja. Dann können wir dann zu zweit quasi die ganzen Runs da machen. Am liebsten wäre es mir, wenn ich euch gleichzeitig auch noch so einen Livestream liefern könnte, wo ich wirklich Razador versuche, Nemere versuche, Meli versuche, den Gildenrun versuche und dann irgendwie noch so ein Zeitriss-Ding ja, quasi austeste oder noch eine Hydra. Das Ding ist einfach nur, zu zweit wird das Ganze dann doch sehr, sehr kritisch, vor allem weil ich jetzt, ich habe ja noch keine richtige Waffe und mein Bruder, der hat seine Zodiac-Dolche, die sind momentan, glaube ich, plus 7. Da wird das dann doch schon ein bisschen kritisch. Deswegen werde ich euch leider erstmal nicht so ganz krassen High-End-Content liefern können. Und wie ihr seht, ich bin ja schon dran, meine Zodiac-Glocke zu switchen. Also, weil man findet ja, wie gesagt, einfach keine gute auf dem Markt. Aber naja, da kommen jetzt auch nicht so die geilsten Bonis rein, muss ich ehrlich sagen. Also, ich glaube, das Beste, was ich da jetzt gerade drin hatte, waren irgendwie 20 DSS. Und die Nebenbonis sind halt auch immer scheiße. Das Ding ist halt, was will man sonst mit diesen B-Switchern da machen? Ich habe ja schon alles Mögliche mit denen geswitcht und ich muss echt sagen, ich denke mal, das einzig Sinnvollste wäre tatsächlich, das wirklich auf DSS-Waffen zu ziehen. Wäre natürlich extrem geil, wenn da jetzt irgendwie 40, 50 DSS raufkommen. Das Ding ist halt nur, da kommen dann absolute Müll-Items
Nebenbunis rein. Also wenn man mit einem normalen Switcher so eine DSS-Waffe switcht, dann kann es vorkommen, habe ich zum Beispiel auch schon mal gesehen, dann hat man dann einfach mal 54 DSS, man hat 20 Teufel, 20 Orks und dann irgendwie noch 8 Stärke oder so. Bei dem B-Switcher wären das irgendwie gefühlt minus 20 Teufel und minus 20 Orks. Also da kommt dann wirklich absolute Scheiße bei rum. Und ja, apropos Scheiße, die Zodiac-Rüstung habe ich dann am Endeffekt versucht, komm schon, du gehst aber jetzt mit magischen Steinen auf plus 8 und da habe ich mir dann auch wieder danach gedacht, warum? Warum hast du wieder diese magischen Steine verschwendet? Das ist einfach, jeder kennt es, man ist dann einfach so ein bisschen abgefuckt von dem Spiel, man ist wütend und dann ist einem das Won, das ist einem dann scheißegal. Ne? Dann ist es mit dem Schmiede auf 8 gefällt, dann macht man es mit dem nächsten Schmiede wieder auf 7 und denkt sich, komm, jetzt probierst du es nochmal mit einem Schmiede auf plus 8. Und das fällt dann natürlich wieder und dann hatte ich keine Schmiede mehr und dann habe ich gesagt, scheiß die Wand an, ich mache jetzt einfach mit Drachensegis weiter. Das hat dann erstaunlicherweise, ich sag mal, also es ist nicht schlechter gelaufen als mit den Schmiedebüchern, hätte es ja auch nicht laufen können, dass mit den Schmiedebüchern gefällt ist. Und da sind dann meine restlichen Wandern reingelaufen und im letzten End habe ich die dann mit den Drachensegis nicht mehr hochbekommen, sondern die ist dann hier, ja, wie gesagt, mehr oder weniger runtergegangen. Gott sei Dank hat das Titandioxid nicht ganz so viel gekostet. Also das ist ja hier auf dem Server relativ günstig. Aber die ist dann runtergegangen und als letztes hatte ich dann kein Drachensegis mehr und dann habe ich das Ding einfach plus 4 in den Shop gestellt und wurde für 9 Won gekauft und drauf geschissen. Ja, das war der Charakter von meinem Bruder, der Waffensucher, auf Columba. Da habe ich jetzt noch die Alchi rausgemacht. Und ja, ihr seht ja selbst, wie gut das funktioniert. Man kennt's ja. Und damit bin ich dann auch für dieses Video wieder raus. Lasst mir ein Like da, ein Kommi oder am besten ein Abo. Und dann sehen wir uns entweder morgen oder übermorgen in dem Livestream, wo ich dann den Razador versuche. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es klappt, damit ich, wie gesagt, eine neue Fahrmethode habe. Jo, bis dann. Peace und out.